Ja, moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ihr wisst alle, in diesem Frühjahr ist immer Hammerzeit und ich bin fertig. Ja, was soll ich sagen? In den letzten Wochen, besonders in den letzten Tagen, habe ich richtig reingehauen, was das Thema Hammerproduktion angeht, weil nächste Woche hier auf dem Hamburger Land ist wieder Hammerhöhenlaufen für die Kids und ich habe über 30 Hammer gebaut und ich habe irgendwie vergessen, muss ich hinterher bauen. Aber das mache ich gleich. Das ist schnell gemacht. Ich glaube, ich brauche nur noch 2-3 Stück. Das kriegen wir noch hin, weil die müssen ja Dienstag fertig sein komplett, weil Dienstag geht Hammerhöhenlaufen los. Aber ich möchte euch damit nicht nerven, weil es gab schon Kommentare unter den Videos, dass ich das bloß nachlassen soll und. Mal ganz ehrlich, es ist mal immer so, wie es ist. Und ich mache das Video jede Woche gerne, nicht nur um, wie viele auch schreiben, in dem YouTube-Algorithmus noch eine Rolle zu spielen. Ganz ehrlich, mit meinem kleinen Kanal, das ist mir egal. Es macht mir einfach Spaß und darum geht es mir hier. Und darum möchte ich euch heute auch mal was zeigen. Ich habe ein Paket gekriegt von... Ich zeige es euch einfach. Ja, ich habe ein Paket gekriegt von Grillikon. Wie gesagt, keine Werbung. Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit soll. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß auch noch nicht, ob ich das witzig finden soll oder... Ja, ich sag's lieber nicht. Auf jeden Fall war da ein ganz netter Brief bei und da es sich ja hier wirklich darauf handelt, dass die sich auf mich beziehen, hier als mein YouTube-Kanal, mache ich es doch einfach hier mit euch mal auf. Ein Brief war dabei, der liegt da oben jetzt mal vor. Moin Tobi, endlich ist es soweit. Wir haben in den letzten Monaten ordentlich auf die Tube gedrückt und freuen uns, dir Grillikon, Grillsoßen aus der Kartusche präsentieren zu können. Das Coole ist, Grillikon ist vielseitig einsetzbar und so weiter und so fort und so. Mal ganz ehrlich, Senf und Grillsoßen aus der Kartusche? Ich weiß ja nicht. Naja, nun gut, wir wollen es mal aufmachen. Vielleicht ist es ja auch ganz witzig und vielleicht kann ich es ja auch mal auf ein Event mitnehmen oder bei einer Gartenparty mal benutzen. Ich weiß echt nicht, wie ich das finden soll. Auf jeden Fall ist es lieb und nett, dass man mir sowas schickt. Sind im Endeffekt wirklich Kartuschen. Ich kriege hier zum Beispiel auch Acryl liegen und dann kann man hier auf, was ist das, Grillsoße oder es nee, ist Grillsoße aus der Kartusche, was ist das hier für eine Soße? Hessische Barbecue-Soße. Schmeckt, ich mag auf jeden Fall Barbecue-Soße, ist auf jeden Fall gut gewählt für mich. Dann ist das Kartuschensenf, Senf mit Zwiebelstücken und dann ist es noch fruchtige Grillsoße mit Bier, Kartuschenkörnchen. Mal gucken, was meint ihr? Was ist das Beste? Ihr könnt es in meine Kommentare schreiben. Das, das, das oder das Acryl. Ja, ich werde es mal ausprobieren. Wegschmeißen will ich es auf jeden Fall nicht. Aber ich finde es auch ein bisschen skurril, muss ich ganz ehrlich sagen. Grillsoße oder Lebensmittel aus einer Silikonkartusche? Naja. Mal gucken, wie die Soßen schmecken. Ich werde es euch berichten. Wie gesagt, es ist keine Produktplatzierung oder irgendwas. Es ist auch keine Werbung. Im Endeffekt, ja, ich habe gerade das aufgemacht mit euch. Kriegt da aber keinen Cent Geld für. Ich habe da jetzt 3 Silikon, Grillikon-Kartuschen bekommen. Naja, ich werde es trotzdem oben aus sicherheitsrechtlichen Gründen als Werbung markieren. Aber schon spannend manchmal. Naja. Ich werde dieses Wochenende mein Balkonkraftwerk ein bisschen ausbauen. Seid gespannt. Ich glaube, das wird das größte Balkonkraftwerk, was es hier auf YouTube gibt. Also seid wirklich gespannt. Ja, ansonsten bin ich froh, das Thema Hammer jetzt durchzuhaben für dieses Jahr. Mir ist jetzt vorgenommen, dass ich eigentlich jede Woche einen Hammer herstellen will. Dann komme ich dieses Jahr nicht so in Stress. Aber naja, wie es immer ist, sich was vorzunehmen. Ihr kennt es ja selber. Ihr zieht ja auch schon drüber mich her. Das Thema Garage und so weiter. Und vielleicht hört ihr es immer noch. Ich habe eigentlich gedacht, das Loch in der Garagendecke ist zu, aber Tropf, Tropf. Wohl noch nicht. Heißt, ich muss ja sowieso morgen, wenn ich das Balkonkraftwerk umbauen, ich verrate nicht so viel, umbauen möchte, dann sowieso aufs Dach und dann versuche ich das nochmal weiterhin da oben abzudichten, aber irgendwie hat es noch nicht so richtig geklappt. Das tropft hier noch rein. Ärgerlich. Naja, muss ich durch. Ja, aber wie gesagt, bevor ihr wieder alle über mich herzieht, ich mache das Video ganz kurz. Wöchentliches Update, mehr ist es heute wirklich nicht. Und wir sehen uns hier nächste Woche Samstag auf meinem Kanal. Bis dahin, euer Tobi.